Grüß Gott, liebe Zuschauer. Beschäftigen wir uns mit der Polarisation und der Reflexion. Es ist naheliegend, dass wir die Reflexion vergleichen mit der Reflexion einzelner Teilchen. Das funktioniert ganz einfach. Ganz anders, wenn ich die Anordnung um 90 Grad drehe. Der Empfang ist fast null. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, indem man eine Parabel um ihre Symmetrieachse rotieren lässt. Deshalb spricht man auch von einem Parabolspiegel. Die Oberfläche muss aus einem geeigneten Material bestehen. Als Beispiel verwenden wir jetzt Licht. Die Wellenlängen betragen 160 Nanometer. Das ist der Nachweis dafür, dass das Reflexionsgesetz bei Licht ebenso gilt wie bei Schall.